Hallo Leute, mein Name ist Gottko und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Das letzte Mal hatten wir bei den Medusenschwestern eine neue Technik erlernt. Und nun begeben wir uns wieder nach draußen und suchen den im letzten Part schon genannten Paguri, der ja die Sternbohne, diesen Teil besitzen soll. Ah, und hier sehen wir haben das mit diesen Medusenschwestern machen müssen, denn sonst hätten wir gar nicht hier weiter können. Und jetzt hauen wir die Koopa um. Ich bin geblättet. Oh, die sagen immer das Gleiche. Das ist ja sehr kreativ. Ah, und hier ist ein neuer Gegner. Zwar ist dieser Gegner schon bekannt. Es ist die gleiche Koopa wie vorher, bloß rot. Das heißt, sie halten mehr aus, sind stärker und alles. Und deshalb zeige ich es euch. Und selbst den kennen wir noch aus dem Gröltal. Oh, das war zu spät reagiert von mir. Und diese Koopas können sich leider Gottes heilen. Was sehr ärgerlich ist. Denn jetzt haben beide ihn komplett geheilt. Aber dafür zeige ich euch die neuen Brothers-Attacken. Und zwar können wir einmal Donnerbrüder. Schauen wir nach, wie das funktioniert. So. So. Ah, verdammt. Okay, das war ein Fehler. Probieren wir es mit Marios, die Flammbrüder-Attacke. Ah, man muss ganz oft A drücken. Und dann kann man schleudert Mario Feuerkugeln, die mit Luigi auf die Gegner schleudern sollen. Doch das macht nur einen Schaden, deshalb mache ich die Attacke nicht mehr. Vielleicht war es auch, dass ich, weil ich die falsch nicht richtig eingesetzt habe. Oh, die heilen sich wieder gegenseitig. Das wird... Okay. Dieser Kampf soll ja auch mal zu Ende gehen. Deshalb machen wir erstmal Schlagbrüder hier. Stirb, du blöde Koopa. Hallo? Okay, wie wär's mit Platschbrüder? So, hoch, hinauf. Und 78 Schaden. So muss das aussehen. Doch, diese Gegner können nicht nur heilen, sondern sogar wiederbeleben. Das macht den Kampf noch viel stressiger, als er schon ist. Und Luigi ist auch gleich tot. Ich muss schnell Luigi heilen irgendwie. Doch ich möchte die Gegner besiegen. Also machen wir einen Hopsbrüder auf den hier. So, hochspringen. Und besiegt. Perfekt. Und jetzt nochmal einen auf den hier. Bevor den anderen wieder beleben oder heilen kann. Und die Koopas werden schon mal besiegt. Okay, dann fehlt nur noch dieser Stachelkumpa. Puh, Gott sei Dank. Dieser greift diesmal Mario an. Jetzt greifen wir ihn nur noch mit dem Hammer an. Hammer. Und gleich nochmal mit Mario. Komm schon. Und er ist besiegt und gibt 188 Erfahrungspunkte. Oh, schnell beide heilen. Dieser Kampf war sehr anstrengend. Okay. Gut, ich wollte euch nur den Gegner kurz zeigen. Die kämpfe ich ungern, denn ihr habt ja gesehen, die können sich heilen und wiederbeleben. Das ist ziemlich unfair, meiner Meinung nach. Brrr, zorn erstmal diese Koopa um. Da sagt man wieder das Gleiche. Das war ja nicht anders zu erwarten. Und hier gehen wir durch die gelbe Röhre. Und tatsächlich müssen wir wieder unter Wasser. Leider Gottes. Ich hasse es. Schwimmen hier durch diesen... Wow, durch dieses Gitter durch. Ah, hier gibt es was Neues. Lachlagune News von Tinnenströmungen. Am Meeresboden steigen von Vulkanaktivitäten erhitzte Ströme aus dem Boden auf. Breitet man die Hände aus und lässt sich von der Strömung tragen, kann man mit ihr aufsteigen. Das heißt folgendes. Wir wechseln die Position, machen den Wirbelsprung und hinein. Dadurch gelangen wir nach oben. Das ist die ganze Magie. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier hinüber, denn hier gibt es noch einen Block. Und mal schauen, was darin ist. Ein Pilz. Oh, ein gewöhnlicher Pilz. Ich hatte eigentlich eher sowas wie ein Superpilz erwartet, aber naja. Man soll sich ja nicht zu viel wünschen. Und hier können wir wieder hinaus. Wir klettern hier wieder nach oben. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Auf geht's nach oben, denn ich will wissen, wo ich bin. Und wir sind wieder am Strand. Wow, das war kurz, das gefällt mir. Kurz speichern. Schauen wir nach. Musste ich auch hier hin? Okay, hier müssen wir erstmal mit Hilfe der Donnerhand zwischen den Walzen vorbei. Also auf geht's. Boah, 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 boah. Und schnell. Verdammt, weil ich hängen geblieben bin, hat das nicht geklappt. Okay, noch einmal. Blitz, Donner, 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 Donner. Okay, und im gleich langsamen Takt. Okay, und somit hatten wir diese Stelle geschafft. Halt nicht. Okay, hier mit der Hand des Feuers. Das gleiche nochmal. Im richtigen Moment loslassen und... Oh, ich bin gegen die Walze gerannt. Okay, nochmal. Im richtigen Moment loslassen und durch. Perfekt. Okay. Oh nein, gegen dich möchte ich nicht kämpfen. Koopa, gegen dich auch nicht. Gegen dich. Oh Gott, wie oft kommen die jetzt vor? Okay. Gut, hier rast uns eine Gumba ins Gesicht. Und neue Gegner. Und... Oh Gott. Okay, erstmal machen wir einen Platschbrüder auf den hier, um ihn schnellstmöglich auszuschalten, damit er niemanden heilen kann. So ungefähr. Okay, die Goomba, die werden wir kurz ab. So ungefähr. Und diese neue Gegner nennen sich
Boomerang Brothers. Ja, tatsächlich, denn sie schmeißen ihren Boomerang auf gefährliche Art und Weise, wenn sie am Zug sind. Schaut her, aber wir gehen hoch und wir weichen ihn gerade noch so aus. Und diesmal hat er ihn andersrum geworfen, dafür greift er beide an. Okay, das heißt, bei euch probiere ich jetzt mal die Flammenhand, was ich letztes Mal oder vorhin nicht geschafft habe. Brrr, jetzt macht... Was, das heilt ihn? Okay, dann hole ich lieber schnell auf. Heißt das, Donner macht den richtig? Ich muss es ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. Macht ihn Donner dafür extra Schaden oder heilt das ihn auch? Nein, Donner macht ihn Schaden. Okay. Aber Feuer heilt ihn. Das ergibt zwar gar keinen Sinn, aber es ist so. Okay. Wir weichen die noch aus. Und sitzen Hagebrüder ein. Ich möchte, dass dieser Kampf auch mal zu Ende geht. Deshalb Hagebrüder... Oh, das war irgendwie falsch, aber... Okay, er ist besiegt. Ja, ja, das kennen wir auch schon. Gekontert. So, bei dir setzen wir den Schlagbrüder ein, weil wir dich gern haben. Schlagbrüder, yay! Was? 57 Schaden und er überlebt es. Okay, das, ich bin verwirrt. Aber ein Sprung müsste ich jetzt theoretisch besiegen. Und es fehlt nur noch die Goomba. Okay. Goomba kommt nach vorne, will Mario angreifen, schafft sogar, verdammt. Okay, Hammer. Und stirb. Und der Kampf wäre vorbei, wir halten 308 Erfahrungspunkte. Wow, Mario steigt auf Level 23 auf. Sehr gut, bei ihm erhöhen wir diesmal die Brüderpunkte. Die sind nämlich ziemlich weit unten. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, plus 2. Okay, ist aber akzeptabel. Luigi steigt ebenfalls auf Level 23 auf. Okay, was erhöhen wir bei dir, Luigi? Bei dir müssten wir den Bart erhöhen. Bart erhöhen. Und halten plus 5. Jawohl, dadurch steigt der Bartwert auf 44. Sehr schön. Nein, und... Nein. Nein. Ich haue ab. Damit, ich habe keine Lust mehr hier zu kämpfen. Okay. Tut mir leid, ich weiß, ich fliehe normalerweise nicht aus Kämpfen, aber es musste jetzt sein. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Lachlagune, rätselhafte Items Teil 2. Egal. Wirbelblock. Stößt man Wirbeln gegen diesen Block, so fliegt er in die Richtung, in die man wirbelt. Es macht nichts aus, wenn er an einen falschen Ort fliegt. Er kehrt nämlich zum Ausgangsort zurück, während ihr nicht hier seid. So ein seltsamer Block ist das. Okay, und den brauchen wir wahrscheinlich dort vorne, um weiterzukommen. Das heißt, wir machen den Wirbelsprung gegen diesen Block. Danach einen hohen Sprung mit Luigi, um auf diesen Block zu gelangen. Und können mit seiner Hilfe hier rüber. Perfekt. Und gehen erstmal weiter links. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich kann es gerade irgendwie nicht versprechen. Hier gehen wir Richtung Norden und hier fehlen wieder Steine. Aber da müssen wir hin. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal hier links entlang. Und sehen schon, da oben ist ein... Oh, Gegner, Gegner. Oh Gott. Ich möchte nicht kämpfen. Okay, weiter links sind die neue Gegner. Und zwar Cheep-Cheep-Haie. Diese schwimmen ihren Opfer ran und... Oh, okay, da ist drüber gesprungen, da hätte ich nicht springen dürfen. Und warum auch immer, sie tauschen ihre Plätze. Wow, und es gibt auch richtige Skeletthaie, wie ihr gerade gesehen habt. Das Problem ist, man weiß nicht, was... Was ist... Oh, aber kann man rechtzeitig reagieren? Okay, wir müssen mit Sprüngen angreifen. Der eine Skeletthaie wäre besiegt. Was auch immer du bist, ich habe dir Schaden gemacht. Die Frage ist, was kommt da jetzt raus? Das Skeletthaie, okay. Gekontert. Jetzt kommt der Cheep-Cheep, da dürfen wir nicht springen. Gottes Willen, ist das mies. Okay, gemerkt. Hier ist der Cheep-Cheep, den besiegen wir zuerst. Und jetzt noch dieser Skeletthai. Und wir Kampf wäre gewonnen. 320, wow, für so einen leichten Kampf gleich 320 Erfahrungspunkte. Hier dürfen wir wieder durch die gelbe Röhre und wieder unter Wasser dadurch. Okay, dann schwimmen wir erstmal weiter. Hier erhalten wir einen Block. Mit, gar nichts, wenn ich dich treffe. Mit einer Lachbohne drin. Okay. Weiter schwimmen. Hier gibt es wieder einige Gegner. Warum gibt es auf einmal so saumäßig viele Gegner? Die ich alle nicht kenne. Okay, Kampf vorbei. Hier ist wieder einer dieser Gasströmungen aus diesem Vulkanausbruch, bla bla bla, was da vorhin dran stand. Mit Hilfe von ihm gehen wir hier nach oben und schwimmen erstmal weiter. Okay, hier sind mal wieder tausende von Seestangen, gegen die wir alle nicht kämpfen wollen. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte nicht kämpfen. Okay. Hier wieder unten wieder mal Gegner. Okay. Wir müssen hier unten weiter und durch die gelbe Röhre. Okay. Moment. Gibt es hier? Okay. Gibt's nichts. Okay. Wieder durch die Röhre und wieder an Land. Das gefällt mir. Ich möchte einfach nicht unter Wasser sein. Das ist so grausam. Einfach nur grausam. Okay, und jetzt können wir mit Hilfe der Donnerhand, ich stürze mich jetzt ganz bestimmt nicht hinunter, sonst bringe ich mich um, die Buchstabe verschieben. Und dadurch erhalten wir
den Durchgang, wie es aussieht. Juhu, okay. Das heißt, wir gehen zurück und können hier weiter. Yay, wir können weiter, wir können weiter. Wie es aussieht, fehlen noch mehr Steine. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Okay, das heißt, wir gehen hier weiter. Jetzt mal den rechten Weg entlang. Okay, schauen wir nach, was wir hier tun müssen. Mit Hilfe des Blöckes könnten wir dann da... Ach so, das ist ja ziemlich einfach dieses Mal. Juhu! Kein Unterwassergedings und nichts. Nein, man braucht einfach nur den Würdesprung. Muss jetzt den Block irgendwie da hinüberbringen. So, dann hier wieder runter. Und hier nach rechts, das ist der... Verdammt, das war falsch. Ich habe immer einen Fehler erkannt. Und zwar habe ich es zwar richtig gemacht, aber den letzten Schritt hätte ich weglassen sollen. Also nochmal hier, danach nach rechts und jetzt nur noch nach unten und so lassen. Denn nun gehen wir erstmal hier, oh, hier hinauf. Und folgendes, man macht den Wirbelsprung erstmal auf diese Plattform hier hinüber und dann rüber zur Buhu-Statue. Yay, dann noch die Donnerhand und die Buhu-Statue verschieben. Perfekt, der Weg ist vollständig, hoffe ich ja mal. Ich bezweifle es aber. Schauen wir mal nach. Wir gehen auf jeden Fall zurück. Ob der Weg nun komplett ist oder nicht, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Und es fehlen noch mehr Steine und ich habe keine Ahnung, wo ich diese herbekommen soll. Das heißt, wir speichern noch einmal und gehen nochmal den rechten Weg lang, denn wir konnten ja rechts weiter... Runter will ich das aber, ist die andere Frage. Warum? Hä? Moment, ich habe eine andere Idee. Und zwar, wie komme ich da hoch? Da oben ist bestimmt auch noch etwas. Aber die Frage ist, wie komme ich überhaupt da hoch? Okay, wir verschieben erstmal diese Plattform wieder hinüber. Hinten gab es ja nicht... Ah, Moment, hier geht's ja weiter. Aber ist nichts, okay. Gut, hier geht's doch nicht weiter. Und unten vielleicht? Nein, nichts. Okay, das heißt, wir gehen erstmal wieder mit Hilfe des Wirbelsprungs hier hinüber. Okay, und schauen nach, ob wir hier was machen können. Wir können jedenfalls hinunter und... Hier war... Okay, Leute, wie ihr seht, habe ich die ROM kurz resettet, denn ich hatte den falschen Weg eingeschlagen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist nur, wo zum Teufel muss ich jetzt hin? Ich habe beide Buchstaben verschoben und kann trotzdem nicht weiter, was mich auf mehrere Arten verwirrt. Ah, hier können wir weiter hinunter. Und jetzt sind wir Gott sei Dank richtig, wie es aussieht. Hier können wir sogar noch weiter hinunter. Aber hier geht es nicht weiter, okay. Ach, gut, das heißt, hier müssten wir richtig sein. Hier ist ein Ausrufezeichen-Block. Wenn wir diesen anstoßen, taucht die Kugel auf und noch ein Ausrufezeichen-Block. Und wir haben nur 10 Sekunden Zeit. Okay, ich glaube, das schaffen wir bei diesem Versuch gar nicht. Mal schauen. Gas geben und Block umstoßen und schnell springen. Doch, es hat funktioniert. Und dadurch öffnet sich ein neuer Weg. Juhu! Das heißt, wir können hier weiter nach rechts. Tauschen die Plätze. Okay. Hier angekommen habe ich keine Ahnung, wo es weitergeht. Und Mario steigt auf Level 24. Okay, diesmal hören wir bei ihm die HP. Jawohl, die HP. Und erhalten plus 3. Sehr gut. Okay, Luigi steigt ebenfalls auf Level 24 auf. Oh, gut, und bei ihm erhöhen wir diesmal... Oh, wir könnten gerade wieder den Bart erhöhen. Nein, die Brüderpunkte. Jawohl. Und zwar plus 3. Sehr gut. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter nach unten, speichern hier mal ab. Okay, und ich sage... Mein Name ist Gutko, das war's für... Heute mit Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Bis zum nächsten Mal, wo wir hoffentlich dann die Steinbrücke komplett vervollständigen. Und bye bye!